Kleopatra, Königin Ägyptens, menschgewordene Göttin. Sie ist eine der bekanntesten Gestalten der Geschichte. Unzählige Darstellungen, Bilder und Filme vermitteln ein bestimmtes Bild von der Königin. Aber wer war sie wirklich? Im Frühjahr 2023 kochen die Diskussionen um sie wieder hoch. Der Grund dafür ist, in einer Dokuserie des Streamingdienstes Netflix wird Kleopatra von der schwarzen Schauspielerin Adele James dargestellt. Eine Entscheidung, die zu empörten bis zu wütenden Reaktionen aus Griechenland und vor allem aus Ägypten führt. Eine schwarze Kleopatra. Ist das übergriffige kulturelle Aneignung, Blackwashing, künstlerische Freiheit oder vielleicht doch historische Wahrheit? War Kleopatra schwarz? Das Team um Produzentin Jada Pinkett Smith und die iranischstämmige Regisseurin Tina Gharavi hat sich dazu entschieden, Kleopatra von einer schwarzen Schauspielerin verkörpern zu lassen. Die Proteste, ganz besonders aus Ägypten, sind sehr groß und sehr lautstark. Zehntausende haben eine Online-Petition unterschrieben. Politiker fordern, den Streaming-Dienst zu verbieten, der die Serie produziert hat und auch anbietet. Die ägyptische Altertums- und Tourismusbehörde führt Münzen und Statuen als Beleg dafür an, dass die Königin hellenistische Merkmale, helle Haut, eine schmale, lange Nase und dünne Lippen gehabt habe. Wie können wir heute herausfinden, welche Hautfarbe Kleopatra tatsächlich hatte? Ist das überhaupt möglich? Am einfachsten wäre natürlich ein Gentest, aber leider haben wir kein Genmaterial, das wir untersuchen könnten. Also keine Chance, hier was rauszukriegen. Keine Mumie, keine Leichnam, auch keine Haarsträhne. Also tasten wir uns mit einer historischen Spurensuche heran und untersuchen Kleopatras Abstammung. Dabei treffen wir den Althistoriker und Kleopatra-Kenner Professor Christoph Schäfer an der Uni Trier. Wenn wir uns fragen, ob Kleopatra schwarz war, dann müssen wir ihre Familie betrachten. Und dann schauen wir auf den Stammbaum und sehen, dass also der Gründer der Dynastie, der Ptolemäer, der sie angehört, dass dieser Ptolemaios ein makedonischer General war, ein General Alexanders. Und er ist auf jeden Fall Grieche, also Makedone in dem Fall. Und die Dynastie hat sich danach sehr, sehr in sich selbst weiterentwickelt, konkret. Man hat untereinander geheiratet. Wir haben ganz viele Ehen zwischen Bruder und Schwester, Onkel und Nichte. Und das heißt, dass also kaum jemand von außen dazugekommen ist. Das heißt, diese Dynastie ist wirklich eine sehr, sehr makedonische Dynastie. Tja, Familienverhältnisse können ganz schön kompliziert sein. Diese besondere Familiengeschichte beginnt bei Ptolemaios dem I. Das ist um das Jahr 300 vor Christus herum. Er ist ein General von Alexander dem Großen, der fast 30 Jahre vorher Ägypten erobert und die Stadt Alexandria gegründet hat. Als das Reich Alexanders unter seinen Nachfolgern aufgeteilt wird, sichert sich Ptolemaios der I. Ägypten und angrenzende Gebiete. Er wird zum Stammvater der Ptolemäer. Aus einer Verbindung mit einer makedonischen Adligen geht sein Sohn und Nachfolger Ptolemaios II. Hervor. Der heiratet seine leibliche Schwester Arsino. Zum einen knüpft er an eine Tradition der Pharaonen an. Die religiöse Tradition geht nämlich davon aus, dass die Pharaonen, also der König und die Königin, Götter verkörpern, sozusagen fleischgewordene Götter wären. Um die Reinheit der Götterfamilie sicherzustellen, ist die Verwandtenheirat wichtig. Aber die Ptolemäer haben noch einen anderen Grund. Sie wollen ihre Dynastie abschotten. So wollen sie vermeiden, dass andere makedonische Fürstenhäuser Ansprüche auf den ägyptischen Thron ableiten könnten. Solche Erbstreitigkeiten kommen immer vor, wenn sich Fürstenhäuser miteinander verbinden. Das ist zwangsläufig vorprogrammiert. Die Reihe der Ptolemäer geht immer weiter, bis hin zu Ptolemaios dem 13. Der regiert zusammen mit seiner Schwester und Gemahlin Kleopatra. Genauer, Kleopatra der 7. Denn der Familienstammbaum kennt viele Frauen dieses Namens. Im 1. Jahrhundert vor Christus, gegen Ende dieses Stammbaums, gibt es allerdings eine gewisse Unsicherheit. Und genau auf diese Unsicherheit beziehen sich diejenigen, die meinen, dass Kleopatra keine pure Griechin, keine Makedonin sei, sondern dass sie eben wohl auch afrikanische Wurzeln habe. Weil entweder ihre Großmutter oder ihre Mutter eventuell auch anderer Abstammung sein könnten, also nicht aus dem Familienclan der Ptolemäer stammten. Wir wissen eigentlich nichts über diese Mutter. Wir haben nur das Indiz, dass Kleopatra als erste ihrer ganzen Familie Ägyptisch sprach. Aber sie hatte eben sehr viele Sprachen gelernt. Sie sprach mindestens 7 Fremdsprachen. Und das offenbar sehr fließend, konnte sich also mit Gesandten aus fernen Ländern auch gut unterhalten. Und sie sprach die Sprache der eigenen Masse der Bevölkerung. Die Sprache werten manche als klares Indiz dafür, dass Kleopatras Mutter keine Griechin gewesen sein kann. Aber
Was beweist es schon, dass Kleopatra mehrere Sprachen spricht? Auch ohne eine ägyptische Mutter kann man Ägyptisch lernen. Kleopatras Mutter musste auf jeden Fall aus einer bedeutenden Familie, aus einer wichtigen Schicht stammen. Dafür könnten die Priester in Frage kommen, die Priesterschaft von Memphis. Zu dieser Priesterschaft zählen Familien, die sich seit sehr langer Zeit um den ägyptischen Kult, um die Tempel kümmern. Die Ptolemäer spielen in diesem Kult eine Rolle, indem sie die Funktion der Pharaonen übernehmen. Denn der Pharao garantiert die Maat, die Weltordnung. Nur mit dem ptolemäischen König an der Spitze funktioniert also das System in Ägypten. Der makedonische Familienclan arbeitet mit dem uralten ägyptischen Familienclan der Priesterschaft zusammen. Für uns heißt das, wenn Kleopatras Mutter wirklich von diesen Priestern abstammt, dann hätte Kleopatra direkte ägyptische Vorfahren. Aber das können wir eben nicht sicher sagen. Es gab Beziehungen zwischen Ägyptern und Makedonen. Und deshalb ist es nicht ausgeschlossen, dass sich Ptolemaios XII. Am Ende dann auch einer Ägypterin zugewandt hat, mit der er dann eben Kleopatra auch gezeugt hat. Aber es ist die erste Situation, wo wir überhaupt so etwas in Betracht ziehen können. Insofern können wir es praktisch ausschließen, dass für Kleopatra schwarz gewesen ist. Aber warum kommt man überhaupt darauf? Und warum gibt es diese Erregung darüber, dass Kleopatra schwarz dargestellt wird? Warum wäre schwarz ein Makel? Unterschiedlicher Hautfarben, da denken wir oft ganz automatisch an das Konzept der Rasse. Danach hat man vor allem im 19. und 20. Jahrhundert die Menschen eingeteilt und man hat diesen Rassen dann auch bestimmte Merkmale zugeschrieben. Die Nationalsozialisten in Deutschland haben den Rassismus so weit getrieben, dass sie Menschen, die angeblich einer anderen Rasse angehörten als sie selbst, umgebracht haben. Wissenschaftlich ist das Konzept, dass es menschliche Rassen gibt, überholt und schlicht falsch. Aber der Rassismus ist auch heute noch ein Problem. Leider praktisch überall auf der Welt. Die Vorurteile, die der Rassismus verbreitet hat, die sitzen tief. Unter unseren Vorurteilen leiden oft Menschen mit schwarzer Hautfarbe. Und die Rassismusdebatte spielt natürlich eine Rolle, wenn darüber gestritten wird, ob die Königin Kleopatra schwarz war oder nicht. In der Antike gibt es keinen Rassismus, wie wir ihn heute kennen. Dass die Menschen verschiedene Hautfarben haben, das erklären die alten Philosophen mit der Intensität der Sonnenstrahlung, der die Menschen in verschiedenen Weltgegenden ausgesetzt sind. Je weniger Sonne, desto heller ist die Haut. Je mehr Sonne, desto dunkler. Aber über den Wert eines Menschen sagt das in der ägyptischen Gesellschaft überhaupt nichts aus. Die kennen Völker oder Volksstämme und es gibt auch sicher immer Vorurteile und Stereotype. Fremde gelten den Griechen und auch den Römern als Barbaren. Mit ihrer angeblichen kulturellen Überlegenheit rechtfertigen sie auch, dass man andere unterwerfen und beherrschen darf. Aber das hat mit Rassismus nichts zu tun. In Ägypten leben zur Zeit Kleopatras verschiedene Volksgruppen zusammen. Es ist eine multiethnische Gesellschaft. Zwei der vielen Ethnien sind die Ägypter, die Masse der Bevölkerung und die Griechen, die herrschende Oberschicht. Später kommen die Römer hinzu. Das Zusammenleben dieser Gruppen funktioniert offenbar ohne große Probleme. Was nicht bedeutet, dass es nicht auch Konkurrenz gibt. Die Makedonen zum Beispiel haben anfangs Angst davor, dass andere Herrscher werden. Deshalb verbieten sie zum Beispiel lange, dass Ägypter in die Armee aufgenommen werden dürfen. Und es gibt Streit um die Beteiligung am wirtschaftlichen Erfolg Ägyptens. Aber es kommt in den mittleren und niedrigeren Schichten sicher auch zu multiethnischen Verbindungen, zu Vermischungen. Und das macht sich dann auch im Stammbaum bemerkbar. Aber mit anderen Worten, die Frage, ob Kleopatra schwarz war, ist eine moderne Frage, die ein aktuelles Problem berührt. Die Regisseurin Tina Garavi schreibt in der Zeitschrift Variety: Kleopatra war bereits die 8. Generation der Ptolemäer in Ägypten. Das macht es relativ unwahrscheinlich, dass sie weiß war. Nach 300 Jahren können wir sagen, dass sie Ägypterin war. Und zwar mit Sicherheit. Sie war kein Stück mehr Griechin oder Makedonierin als Rita Wilson oder Jennifer Aniston. Und die beiden sind nur eine Generation ihrer griechischen Vorfahren entfernt. Also, war Kleopatra schwarz? Wir wissen es nicht genau. Aber wir können sehr sicher sein, dass sie nicht so weiß war wie Elizabeth Taylor. Vielmehr sollten wir uns selbst hinterfragen und uns Gedanken dazu machen, wie stark Hollywood unsere Haltung zur Hautfarbe und dem Selbstverständnis der Vorherrschaft der Weißen beeinflusst und uns indoktriniert hat. Ja, es geht also, wie so oft, um Politik. Die Hautfarbe hat eine Agenda. Das antike Ägypten hat sich nicht als ein Teil Afrikas verstanden. Obwohl das Land geografisch natürlich auf dem afrikanischen Kontinent liegt, zumindest aus heutiger Sicht. Damals haben die Ägypter noch nicht von Afrika gesprochen. Die Ägypter haben sich eher nach Asien orientiert und es gibt einige politische Hochzeiten zwischen Pharaonen und königlichen Frauen asiatischer Länder. Trotzdem haben sich die Ägypter lange als ganz eigenständiger Kulturbereich angesehen. Dann wird Ägypten Teil des Perserreichs.
der hellenistischen Welt und schließlich des Imperium Romanum. Religiös und politisch gehört das Land später lange zum muslimischen und damit arabischen Raum. Wenn aus dem modernen Ägypten im Streit um die Verkörperung Kleopatras durch eine schwarze Schauspielerin jetzt Stimmen zu hören sind, die sich gegen Afrika abgrenzen, dann hat das sicher einen Bezug dazu. Die Regisseurin argumentiert ja auch politisch, wenn sie sagt, die Rolle mit einer schwarzen Schauspielerin zu besetzen sei ein politischer Akt. Ein Zurechtrücken des Fehlers, dass sich die Weißen die Vergangenheit anderer Kulturen kulturell angeeignet hätten. Wenn Jesus in Darstellungen wie ein Mitteleuropäer aussieht, dann geht das sicher an der Wirklichkeit vorbei. Die Unterdrückung und Ausbeutung, insbesondere von Menschen mit schwarzer Hautfarbe, ist leider nicht nur Vergangenheit, sondern auch heute noch Realität. Die Frage ist nur, ob die historische Figur Kleopatra, die in einer Dokumentation dargestellt wird, die richtige Wahl ist, gegen Rassismus und Ideen weißer Überlegenheit anzukämpfen, oder ob das vielleicht in die falsche Richtung geht. Die Argumente, die hier ins Feld geführt werden, etwa von Tina Garawi, der Regisseurin, dass also Kleopatra schon eine Familie hat, die 8 Generationen schon in Ägypten lebt und da irgendetwas passiert sein müsse, das ist natürlich völliger Unsinn, wenn wir uns klar machen, dass diese Familie sehr lang nur innerhalb der Familie geheiratet hat. Dann kann man ein solches Argument eigentlich nicht bringen. Und wenn die Fachberaterin Sally Ann Ashton von der Prairie University in Texas dann die europäische Sichtweise auf Kleopatra, was ihre Hautfarbe angeht, etwas seltsam findet, dann kann ich nur sagen, es gibt keine europäische Sichtweise auf Kleopatra. Es gibt die Forschung zu Kleopatra und es gibt eben die Quellen, die wir benutzen. Und da haben wir kein Indiz, dass Kleopatra schwarz gewesen ist. Ja, es liegt eine gewisse Tragik in dieser Debatte, denn dass Kleopatra im Mittelpunkt heftiger Kontroversen steht, das ist wirklich nichts Neues, muss man sagen. Als Kleopatra Königin von Ägypten ist, befindet sich die antike Welt in einer Umbruchszeit. Julius Caesar hat de facto die Römische Republik beseitigt. Als er, der damals mächtigste Mann dieser Erdgegend, nach Ägypten kommt, geht er eine Liebesbeziehung mit der etwa 30 Jahre jüngeren Kleopatra ein. Von allem anderen abgesehen, können sich beide politisch nutzen. Nach Caesars Tod wird Kleopatra, die Caesar übrigens einen Sohn geboren hat, in die Auseinandersetzung seines Adoptivsohnes und Erben Octavian und seines Generals Antonius hineingezogen. Kleopatra geht eine Verbindung mit Antonius ein. Wieder profitieren beide davon. Aber es ist offenbar auch mehr daran. Immerhin bekommen sie 3 Kinder. Antonius' Widersacher Octavian instrumentalisiert die ägyptische Königin. Sie wird als ausländische Hexe dargestellt, als königliche Hure, als schlimmste Feindin Roms. Die Propaganda Octavians deutet dessen Bürgerkrieg gegen Antonius in einen Krieg mit Ägypten um. Am Ende siegt Octavian, der sich als Kaiser später Augustus nennt. Kleopatra steht vor dem Nichts. Um nicht als Trophäe bei Octavians Triumphzug in Rom vorgeführt zu werden, wählt sie den Suizid. Kleopatras Leben erscheint uns wie eine geniale Serie oder wie ein monumentaler Kinofilm. Es ist reich an Aufs und Abs. Es gibt menschliche Tragödien, grandiose Triumphe, politische Ränkespiele, Liebe und ja, auch eine Menge Sex, Kriege, Schlachten, tragische Tode. Und dass dieses Leben wie Kino daherkommt, das liegt daran, dass die Historiker in den 2 Jahrtausenden nicht nur die schlichten Ereignisse aufgeschrieben haben, sondern dass sie eine ganze Menge dazu erfunden haben, umgedichtet und Gossip eingebaut haben. Wie gemacht? Für Hollywood, möchte man meinen. Es gibt durchaus filmische Interpretationen der Kleopatra, die tatsächlich nah an die Quellen rankommen. Und das Erstaunliche ist eben, dass der alte Monumentalfilm mit Liz Taylor, Richard Burton und Rex Harrison, dass der besonders dicht an den Quellen entwickelt worden ist. Das liegt aber am Regisseur, an Joseph Mankiewicz, der selbst Oscar-Preisträger für Drehbücher war, und er hat mit den antiken Quellen und Shakespeare an der Seite, hat er jede Nacht im Grunde das Drehbuch umgeschrieben. Der Film wurde unendlich teuer, aber er hat wirklich versucht, die antiken Quellen so zu interpretieren, wie er sie in seiner Zeit verstehen konnte, und hat damit ein Frauenbild geschaffen, was eigentlich sehr modern war für die Zeit. Und wo die Forschung dann doch erst viele Jahre später dann auch den Schritt gemacht hat, Kleopatra in dieser Weise darzustellen und zu interpretieren. Und das ist eigentlich eine sehr spannende Sache, und das ist ein Spielfilm, keine Doku. Ja, auch bei Netflix begegnet uns eine starke Frau, deren Darstellung insofern eigentlich in dieser Tradition steht. Queen Cleopatra ist ein Teil der Reihe African Queens, afrikanische Königinnen. Jetzt interessiert mich aber natürlich auch eure Meinung zu der ganzen Debatte.
Denkt ihr, Kleopatra sollte von einer weißen Schauspielerin verkörpert werden? Oder von einer schwarzen? Oder macht es am Ende gar keinen Unterschied? Schreibt das gerne unten in die Kommentare. Und wenn ihr mehr zum Thema Ägypten erfahren wollt, dann empfehle ich euch sehr diese beiden Videos. Einmal hier, eins zu Pharao Tutanchamun und eines darüber, wie die Ägypter ihre gigantischen Obelisken bewegt haben. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.